Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Robocop Rogue City. Ich hoffe, wir werden diesmal relativ problemlos durch diese Folge kommen. Nicht so wie letzte Folge. Ihr erinnert euch, Speicherpunkte und so waren nicht so gut. Aber das heißt, wir haben tatsächlich die Nebenquests schon erledigt gestern. Jetzt haben wir noch eine Mainquest. Wir sollen ja ins Archiv, weil wir dürfen jetzt ja nicht mehr mit raus, weil wir sind schlecht. Ne? Wir sind nicht zuverlässig. Es weiß natürlich nur niemand, warum. Ne? Wir haben ja immer diese Flashbacks. Das weiß ja niemand. Ach so, und übrigens, was ich noch erwähnen wollte. Da ich ja gestern den einen Teil nochmal spielen musste, ist mir aufgefallen, ich habe einfach tatsächlich nicht richtig aufgepasst in der Story. Die haben nicht gesagt, Suit ist abgehauen, sondern der Neue ist abgehauen. Also Suit ist halt wirklich tot. Ja, und Louis ist ja im Krankenhaus. Deswegen mal gucken. Achso, wir gehen ja eh nicht raus. Wir brauchen gerade niemanden an unserer Seite, der auf uns aufpasst. Ich denke mal, im Archiv können wir jetzt nicht so viel falsch machen, oder? Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, you know, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Okay, ist das jetzt mit dem Server-Fehlfunktion? Warte, was davon ist jetzt? Okay, das ist jetzt die Nebenaufgabe. Und am Computer suchen ist die Hauptaufgabe. Da machen wir erstmal die Server-Fehlfunktion. Deswegen sind wir hergekommen. Ich habe auch gerade die ganze Zeit Archiv gesagt. Das war Aufzeichnungsraum. Kann man auch als Archiv verstehen, oder? Naja. Wir sind jetzt hier. I am detecting a malfunction. Huh? Oh. This server is compromised. Diese Nebenquests. You noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Eventuell war es jetzt gerade wieder nur Glück, oder? Dass ich direkt zu dem Server gelaufen bin, der halt einfach defekt ist. Oder? Was war das für eine Nebenquest? Die hätte ich gestern gebraucht, in der gestrigen Folge, zum kurzen Abschluss. Aber nee, da haben wir lieber Unterschriften gesammelt für die gute Besserungskarte für Louis. Ist auch wichtig, ja? Möchte ich ja nicht abstreiten. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Warte, also, was brauche ich? Abteilung, besondere Identifizierung. Fallakten. Ist ja an sich schon ausgewählt, oder? Fallakten, Datenbank. Das macht es hier gerade übrigens alleine irgendwie. Oder auch nicht. Muss ich hier was ausdrucken? Nee, ne? Obwohl, Louis, aktuelle Fallakte. Brauchen wir das? Zurück. Fallakten wählen. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs,
Riggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Ja, sieht so aus. Aber woher... Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Woher wusste Briggs, dass Antonovsky, oder wie er hieß, der Neue ist? Es hing doch oben an diesem Verbrecherplan. Stand auch nur der Neue. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. Wir haben das doch jetzt erst rausgefunden, dass das der hier ist. Oh, Briggs war uns voraus. Und jetzt ist er in Schwierigkeiten. Ja, man sollte halt keine Alleingänge wagen. Und wir sollten eigentlich jetzt auch nicht das Revier verlassen. Aber das sagen wir dir nicht. Oder nehmen wir ja gar nicht unseren Aufpasser mit jetzt. Oder wartet der unten auf uns, weil er weiß, dass wir eh abhauen wollen. Schnell! Okay, mich hält niemand auf. Ah, RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Now, isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. Gut, das war dann also die Polizeimarke von Murphy. Stimmt, Louis hat uns das gegeben. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The Street Vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently, none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street Vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Cool. Also müssen wir viel schießen. Was ich sagen wollte, ich glaube, das wurde ja nicht mit übersetzt. Bei der Dienstmarke von Murphy stand halt die Notiz drin, dass die nie neu zugeordnet wurde.
Ja, und Luis hatte die ja Robocop gegeben, kurz bevor sie Suit aufgespürt haben im Auto. Ja, das zeigt halt einmal wieder mehr diese... ist das alles das Fabrikgebäude? Ja. Diese Zerrissenheit zwischen Mensch und Maschine so ein bisschen. Ich meine, Robocop hat bisher immer selbst gesagt, er ist nicht mehr nicht mehr Mensch. Er ist Robocop. Aber wie gesagt, er hat ja immer noch diese Flashbacks. Das ist ja hier, das zieht sich ja durchs ganze Spiel. So, ich gehe mal gucken. Vielleicht gibt es ja hier wieder ein bisschen Diebesgut. Brauchen eine gute Bewertung. Ha! Neue Platinenknotenpunkte. Chips heißt das. Nur einer? Oh. Ist jetzt eigentlich... Nee, warte, das war falsch. Ja. Ich hatte noch überlegt, ob ich vielleicht mir hier was zusammenstelle, dass ich hier wieder auf 22 komme. Aber also ich könnte die 16 und die 11, sind sie eigentlich, wenn es sich einfach addiert, noch mehr. Aber wenn ich die 11 jetzt hier mit wegnehme, ich könnte ja auch vielleicht mit der 14 probieren. Also ich darf nur keine Verbindung nach oben haben. Wobei eigentlich ist es auch egal. Hier ist ja sowieso was drin. Aber... Oder wir probieren es mal mit der 16 und der 13. Warte mal, 16... 16. Kann ich auch nur 2? Nee, warte. Nicht einfach random irgendwas. Wir mal gucken. Dass ich tatsächlich trotzdem nach oben jetzt mal nichts, keine Verbindung habe. Wow. Gut, das machen wir nicht nochmal. Das war ja jetzt richtig kacke. Mist, ey. Gut, dann machen wir es jetzt so. Okay, haben wir auch gelernt. Nur weil wir was fusionieren, wird es nicht gleich besser. Gut. Ja, nicht. So, ich denke mal, wir müssen da durch die Tür. Oder hier. Ist auch offen, der Zaun. Können wir bitte auch immer noch festhalten, dass ich noch nicht gestorben bin? Da steht nur öffnen. Ich will jetzt hier drüben noch mal gucken. Wie sind wir eigentlich auf das Gelände gekommen? Das Tor ist doch zu. Hier ging es quasi eh nicht weiter. Hier haben wir nur Beweise gefunden. Okay.
Dann gehen wir jetzt hier rein. Ich glaube, früher oder später erwartet uns ein bisschen Ärger. Ja, früher oder später. Ich sehe hier noch niemanden. Hier drüben ist Musik. Also wir könnten da drüben hochgehen und oben in das Gebäude. Zweifel mitteilen. Ich habe gehört, dass es jemandem nicht gefällt, dass ich angeordnet habe, das Nuke zu zerstören, die wir diesen dreckigen Torchets geklaut haben. Street Vultures nehmen keine Drogen und sie verkaufen sie auch nicht. Wir haben unsere Regeln und wenn wir unser Imperium aufbauen wollen, müssen wir uns an sie halten. Hat irgendjemand ein Problem damit? Dann würde ich das gerne hören, denn ich schneide liebend gern jedem die Zunge aus dem Mund, der meine Befehle in Frage stellt. Spike. Irgendwie ist der Satz komisch, oder? Ich habe gehört, dass es jemandem nicht gefällt, dass ich angeordnet habe, das Nuke zu zerstören, die wir diesen dreckigen Torchets geklaut haben. Der Artikel hier ist, der passt doch nicht zu Nuke, oder? Haha, Loot. Bitte wieder eine Platine, wenn es geht. Ach. Cool. Also gehen wir hier rein. Ja, wir gehen erstmal hier drin gucken. Hier scheint niemand zu sein. Und dann gehen wir da hinten mal gucken, weil da hinten war Musik. Oder wir gehen dann hier hoch. Das, man kann sich ja hier aber so ein bisschen verlaufen, oder? Das ist schon möglich. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. There is blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. Haben wir hier noch ein Fragezeichen? Bullet holes in the bodywork. Every cop car in the precinct has bullet holes. Na, wenn das so ist. Dann ist ja hier nichts Schlimmes passiert, wahrscheinlich. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Negative. Ah, Washington. Ich nenne unseren Schoßhund, also unseren Träumbegleiter, ich nenne den mal Washington, okay? Weil ich weiß aber nicht, wie dieses Ulysses, ob ich das richtig ausspreche. Ich nenne ihn einfach beim Nachnamen, aber wir reden uns eh eigentlich immer alle mit Nachnamen an. Von daher sollte das kein Problem sein. So, ich würde mal da drüben in das Haus auch noch mal reingucken. Wir kriegen ja keinen Sturzschaden, haben wir gelernt. Ich guck mal über die Trasse hier.
ob ich dann oben in das Haus noch reinkomme und da eventuell noch Loot ist. Ich glaube, ihr könnt das Wort Loot nicht mehr hören, oder? Ein bisschen tut's mir leid. Andererseits ist das einfach meine Lebensaufgabe. Ich muss looten. Achso, das komme ich gar nicht in das Haus. Könnte hier runter. Es hat dann, ich weiß nicht, wo die Vögel sind, ne? Würde halt gern erstmal looten. Bevor. Da ist wieder das Auge. Was uns wahrscheinlich den Weg weisen soll, weil da ist ja immer dieses Zeichen drin, dieses Speichersymbol. Weiß nicht so richtig. Ich will halt nicht gleich in die Action rennen. Ich will gern erst alles andere erkundet haben. Weil ich nicht weiß, ob wir dann hierher nochmal zurückkommen können. Also wir könnten auch hier drüben reingehen. Aber hier ist das Blut. Warte, dann gehen wir erst dort hinten gucken. Meine Entscheidungen. Wie geht ihr denn vor in Spielen? Seid ihr so ein Mensch, der einfach straight nach Story geht und. Gar nicht sich so sehr umguckt? Oder seid ihr da auch, dass ihr immer das Gefühl habt, ihr müsst erst alles ablaufen? Und wenn ihr wisst, in der Richtung geht's weiter, geht ihr erstmal grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung? Oder bin nur ich das? Sind da drüben. Nein! Bleib mal hier stehen. Ich mach gerade ein bisschen Reflextraining, okay? Die ja nicht hier hinter zu mir, was gut ist. Aber ich glaube, ich mache nicht so richtig Schaden von hier hinten. Einer noch. Nein, nein, nein. Das stimmt nicht. Wir hatten gerade noch Glück mit unserer Positionierung. Wir waren nicht mitten im Kriegsgebiet. Aber eigentlich steht da Blutspur folgen. Die Blutspur war da hinten. Aber ich wette, die geht hier hinter, oder?
Wieso stecken wir eigentlich die Waffe nicht weg? Ich habe übrigens noch nie irgendeine meiner Spezialfähigkeiten genutzt in diesem Spiel. Ich habe diese Schockwelle, ich habe in den Spurt, ich habe jetzt ein zusätzliches Schild. Ein zusätzliches Schild, das heißt ja, glaube ich, der Schild in Videospielen. Ich habe das noch nie genutzt. Ist das ein gutes Zeichen oder eher nicht so? Ich weiß jetzt auch nicht. Okay, ich habe jetzt ein bisschen das Problem. Was mache ich jetzt noch? Ich glaube, da hinten ist halt richtig Action so. Aber die Folge ist halt bald rum. So, ich will da jetzt nicht reinlaufen und dann irgendwie wieder überziehen müssen. Was ist da eigentlich? Da. Das Problem ist, hier ist nicht mehr viel zu looten. Ah, aber ich könnte den Punkt ausgeben. Kampf. Mehr Schaden. Fokus. Ich meine, hier ist halt der Punkt halt nice, ne? Verdoppelt den kritischen Schaden. Und hier ist auch der Punkt halt cool. Mit Robocop-Sicht markiert sofort jeden Feind in Sichtweite. Aber hier am Anfang, okay, erweiterter Sichtbereich für Ermittlungen, okay. Oder Fokus. Eigentlich brauche ich keine Zeitlupe. Kommt eigentlich ganz gut so aus bisher. Da betrifft man Gegner, die sich in Deckung befinden, indem man Kugeln von bestimmten Punkten abprallen lässt. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Aber wir machen hier. Verbessern den Skill. Ja, die Musik hat mich eh gestört. Letztens noch beschwert, dass irgendwie keine Musik mehr in dem Spiel ist. Achso, das habt ihr ja gar nicht mitbekommen. Ne? Ich habe ja letzte Folge mich eigentlich verabschiedet von euch. Und habe noch gesagt, dass es mich stark wundert, warum die letzten Folgen keine Musik mehr da war. Ja, Streamer-Modus, aber so wirklich gar keine Musik. Und das Spiel halt sehr leise ist, wenn ich einfach nur rumlaufe. Aber das hatte ich ja dann weggeschnitten, weil ihr habt's gesehen, Problem und so. Jetzt hatten wir Musik und ich habe sie weggemacht. Nun ja. Gut. Wie sieht's zeittechnisch aus? Ich weiß nicht, wollen wir an dieser Stelle für heute Schluss machen, ja, oder? Ja. Wir machen jetzt an dieser Stelle für heute Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann gibt's bestimmt ein bisschen mehr Action. Also, ich freue mich auf morgen und sag erstmal tschüss und vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann!